Strich 78 17. Der Wahlvorschlag bezieht sich auf Dr. Dietmar Projekte. Und vor gibt es hierzu Bemerkungen. Das sehe ich nicht, dass über die Tagesordnung abstimmen wir nachher. Herr Günther? Was soll ich damit machen? Frau Hackenschmidt? Besser? Frau von Malen? Frau Heinrich? Herr Henschke? Frau Professor Dr. Heppener? Herr Dr. Hoffmann? Herr Hoffmann? Herr Holzschuhr? Herr Hohmeier? Herr Jürgen. Herr Jungklaus. Frau Kaiser. Frau Kirchheim. Herr Kosake. Herr Krause. Frau Schier? Herr Professor Dr. Schier? Ich habe Dauer. Herr Schippe? Stimme anzugeben. Das scheint der Fall zu sein. Dann schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Schriftführer der Auszählung zu beginnen. So, ich muss mich jetzt hier mal ins Bild begeben. Gültig sind 87 Stimmzettel. Für den Wahlvorschlag Dr. Dietmar Woltke haben gestimmt 59 Abgeordnete. Sind 25 Abgeordnete und 3 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Damit ist Dr. Dietmar Woltke mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Landtages zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Und ich frage Sie, Herr Dr. Woltke, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen viel Erfolg. Schließe ich den Tagesordnungspunkt 1, Wahl des Ministerpräsidenten, rufe Tagesordnungspunkt 2 auf Vereidigung des Ministerpräsidenten. Nach Artikel 88 der Landesverfassung, dort heißt es, der Ministerpräsident und die Minister der Landesregierung leisten vor Übernahme der Geschäfte vor dem Landtag folgenden Eid. Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen des Landes Brandenburg widmen, ihren Nutzen mehren, Schaden von ihnen wenden, das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Bitte, Herr Ministerpräsident, leisten Sie diesen Eid. Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen des Landes Brandenburg widmen, ihren Nutzen mehren, Schaden von ihnen wenden,
das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Herr Holzschuhe, als designierter Innenminister sind Sie von Beruf Rechtsanwalt. Wie lässt sich das vereinbaren, Rechtsanwalt, Polizeichef von Brandenburg oder ein Rechtsanwalt, der natürliche Feind der Polizei ist? Also die Rechtsanwaltszulassung ruht selbstverständlich. Ich darf nicht als Anwalt arbeiten in der Funktion des Ministers. Und meine Auffassung von rechtsanwaltlicher Tätigkeit ist in keiner Weise eine feindschaftliche gegenüber der Polizei, sondern eine, die den Rechtsstaat unterstützt. Und das ist Aufgabe der Polizei. Und das werde ich in meinem neuen Amt genauso, glaube ich, umsetzen. Wir haben eine sehr gute Polizei in unserem Land, da bin ich überzeugt. Ich kenne schon sehr viel davon. Und da bin ich, glaube ich, genau an der richtigen Stelle, auch mit den juristischen Kenntnissen. Ist es Ihnen nicht bange, wenn Sie an die Wohlstandsgrenze denken in Richtung Osten bei den vielen Straftaten heute? Wir werden uns intensiv darum kümmern müssen, das Thema Grenzkriminalität noch mehr in den Fokus zu nehmen. Ich nehme die Sorgen der Menschen ernst, auf jeden Fall. Das wird ein wichtiges Thema werden. Aber auch da hat Dietmar Woidke schon gute Vorarbeit geleistet. Wenn Sie sehen, vorab demonstrierte die Gewerkschaft der Polizei für bessere Arbeitsbedingungen und kürzere Lebensarbeitszeit. Es ist legitim, auch für Polizisten zu demonstrieren. Das ist das Schöne an einem Rechtsstaat. Wir sind da aber, auch ich im Übrigen als Fraktionsvorsitzender, in einem langen Gespräch schon gewesen, was dieses Thema angeht. Natürlich wird auch bei Beamten es nicht dran vorbeigehen, dass wir das Renteneintrittsalter, Pensionseintrittsalter heraufsetzen. Das ist eine generelle Entwicklung in Deutschland. Das, was der normale Arbeitnehmer zukünftig erfahren wird, das gilt für Beamte auch. Ich glaube, das wäre auch alles andere, wäre ungerecht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Wahl zum Ministerpräsidenten obliegt mir jetzt die freudige Pflicht, will ich es mal nennen, die neuen Minister für das Kabinett zu ernennen. Das möchte ich jetzt tun. Ich wünsche Ihnen allen bei Ihrer Arbeit Gottes Segen und viel Kraft. Im Namen des Landes Brandenburg ernenne ich Herrn Minister AD Dr. Ing. Helmut Markov zum Minister der Finanzen. Ich bitte Sie, nach vorne zu kommen. Im Namen des Landes Brandenburg ernenne ich Herrn Minister AD Günter Baske zum Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie. Im Namen des Landes Brandenburg ernenne ich Herrn Minister AD Ralf Christoffers zum Minister für Wirtschafts- und Europaangelegenheiten.
Im Namen des Landes Brandenburg ernenne ich Herrn Ralf Holzschuhe zum Minister des Innern. Im Namen des Landes Brandenburg ernenne ich Frau Ministerin AD, Professor Dr. Inga Biel, Dr. Phil Sabine Kunst, so viel Zeit muss sein, meine Damen und Herren, zur Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Im Namen des Landes Brandenburg ernenne ich Frau Ministerin AD Dr. Med. Martina Wünsch zur Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Im Namen des Landes Brandenburg ernenne ich Herrn Minister AD Dr. Volkmar Schönburg zum Minister der Justiz. Landes Brandenburg ernenne ich Frau Ministerin AD Anita Tack zur Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Im Namen des Landes Brandenburg ernenne ich Herrn Minister AD Jörg Vogelsänger zum Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft. Herzlichen Glückwunsch. So. Danke. Herr Minister, wir freuen uns, dass Sie uns erhalten blieben. Ich habe gehört, Sie haben im Ministerium gesagt, ich bin mal kurz weg. Und wir hoffen aus Werder ganz besonders jetzt auf eine Unterstützung der Bahnunterführung. Denn die Bahn entscheidet über Leben und Tod jenseits der Schranke. Also, es gibt viele, viele Wünsche an mich. Ich habe den schönsten Job in der Landesregierung mit dem Bereich Infrastruktur und Landwirtschaft. Und weiß, es gibt noch viel zu tun, nicht nur in Werder Havel, sondern in Brandenburg insgesamt. Denn der Wert der Infrastruktur und der Wert auch der Landwirtschaft und Lebensqualität im ländlichen Raum nimmt immer mehr zu im Bewusstsein der Menschen. Deshalb freue ich mich auf die Aufgabe und freue mich dann natürlich auch über viel, viel Unterstützung für Infrastrukturprojekte. Ich bin froh und dankbar, dass Dietmar Woidke mit ganz viel Elan und mit einem exzellenten Ergebnis dieses Amt antritt. Und es ist ja in Brandenburg eine Tradition, dass man nicht Ministerpräsident ist, wenn man die Mehrheit der Stimmen des Landtages bekommen hat, sondern erst Ministerpräsident ist, wenn man diese Keule überreicht bekommen hat. Die wird hier immer in Ehren gehalten. Das ist praktisch die eigentliche Insignie der Macht im Lande. Und Manfred Stolpe hat sie mir Ende Juni 2002 hier übergeben. Ich habe sie in Ehren gehalten und kann nur sagen, es ist 11 Jahre damit ganz gut gegangen. Wenn eine Kabinettssitzung mal schwierig war, braucht man die nur mit auf den Tisch stellen. Dann geht das relativ gut. Leon, bring doch nicht wieder alles durcheinander hier. Das macht er bis zum letzten Tage. Und Dietmar kriegt sie jetzt. Und
für die nächsten 11 Jahre. Sollst du dich genauso beschützen wie mich. Und danach wirst du dich vielleicht, wenn du fröhlich bist, zum Nachfolger übergeben. Oder bleibst einfach. In diesem Sinne. Alles Gute auf dem Weg, alles Glück der Welt und immer gute Entscheidungen.